Hallo und herzlich willkommen zurück beim Let's Play von FIFA 14. Heute spielen wir gegen den VfR an. Das letzte Video kam ja wieder zu spät. Was habe ich getan? Ich habe das nicht auf veröffentlicht gemacht und schon war es halt nicht da. Das war mein Fehler. Da kam es halt jetzt zu spät, aber ich habe es immerhin rausgehauen. Was haben wir hier? Pressekonferenz. Braucht keiner. Oder vielleicht doch, man weiß es nicht. So, wir spielen jedenfalls um die goldene Ananas heute. Mit dem VfR. Ich würde ja gern mal wissen, auf welcher Tabellenhälfte. Ach. Ist egal, auf welcher Tabellenhälfte die jetzt sind. Jedenfalls ist es jetzt der Kampf um die goldene Banane. Wir haben ja letztes Jahr gegen die. Ui, auswärts haben wir gegen die verloren. Und ich schon jetzt meine erste Mannschaft, weil wir haben ja ein sehr wichtiges Spiel für uns. So, Kirsten darf halt mal draußen bleiben gegen Pellatz. Schuppan spielt heute nicht. Wer spielt denn dann heute? Benjamin und Audia. Bab. Und Lob. Und du spielst auch wieder. Also egal wie kaputt die jetzt sind, die Spieler, die werden jetzt heute spielen. Da. Scholz hat ja eigentlich. Nee, Gay spielt auch. Wer hat rot gesehen? Mravac. Akpoguma spielt. Hier, Lucia raus. Wer hat noch nie gespielt? Ja, da kommt einfach Stefaniak auf die Position. Und Sabah darf auch spielen. Ne, wir spielen halt, also. Es geht ja um nichts in dem Spiel. Bloß, dass die Spieler sich nicht verletzen, ist mir wurscht, wie kaputt der Mensch auch immer ist. Ich brauche die Top-Mannschaft für das Spiel gegen nette Mannschaft aus Leverkusen. Also hier. Gegen Medikamente spielen wir ja. Großen Medikamentenhersteller. Oh Mann. Bob. Und weg ist das Ding. So, wunderbar, 200 Punkte, das versuchen wir natürlich nicht. Oh Mann. So, starten wir das Spiel. Oh. So, es nimmt noch auf, wunderbar. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, Start Municipal. Immer noch. So, Tabellenhälfte sind nicht in der ersten Tabellenhälfte, das zeigt ja immer noch aus unserer Sicht an. Gut durchgelassen. Wir spielen defensiv daheim. So, heute haben wir Zeit. Pellatz spielt ja gar nicht mehr, weil Dynamo ist ja auch. Ist ja nicht leer. So, Flanke und. Das gibt's ja nicht. Wer war denn das? Das würde mich jetzt interessieren. Benjamina, was? Vielleicht. Könnte Thiel könnte es gewesen sein. Oder hier drüben. Upp. Und Gay hat sich den. Wow, Ball gut. Upp. Gegen die Laufrichtung von Audi. Ja. So. Mille hat ja im letzten Spiel für ihn Kackfoul, also für ihn billig Foul, hat er ja die rote Karte gesehen. Also ein Foul in der ganzen Saison und das wird dann hart bestraft von FIFA sogar. So, ey, Alter. Dann fangen wir hier gar nicht an. Wir spielen ein bisschen mit Risiko heute. Pellatz, ja, der kriegt auch mal seinen Einsatz für Dynamo, wenn es auch nur in der Karriere ist. Der blockiert mich. Wieso krieg ich da hin? Ach, wurscht. Ich bin ruhig. So.
Und da spielen wir den Ball hier hin. Und da spielen wir den Ball dahin. Und da kommt er doch nicht an. Oh Mann. Ja, das ist. Naturgemäß ist das so, dass ich dort an den Ball komme. Also Stefaniak. Mit einer. Oh, gefährlichen Flanke. Für Bernhard im Tor. Also den kenne ich doch nicht. Oder der Fasic immer im Tor. Bis jetzt in der Hinrunde. So war es jedenfalls beim Spiel gegen uns. So, Sabah. Eiskalt. Jawohl, abgeluchst den Ball. Spiel mal in die Richtung. Spiel mal in die Richtung. Spiel mal in die Richtung. Mach mal einen langen Ball auf Audia. Oh, Audia läuft. Kriegt den Ball noch. Kann. Wo ist denn der Spieler hier? Kempe. Zieht den Ball zurück. So, auf. Kein Abseits. Und. Ah, schade. Jedenfalls die Kombination dort außen ist auch schon mal gut. Gut für den Ballbesitz. Und auch gut, dass die Flanke ankam. So, Akuguma. Und jetzt geht mal Thiel. Thiel geht ab. Ich schicke mal Benjamina und der kriegt den Ball, ne? Zu langsam. Und zurückrücken. Den stoppen wir auf unsere Art und Weise. Ah. So, und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und hier. Und da. Jetzt geht er. Jetzt geht er ab, der Peter. Doch, ne? Wäre schön, wenn wir heute noch durchschießen. Oder den Schuss ordentlich aufs Tor bekommen. Sieht aber noch nicht danach aus. Müssen wir mal alleine durchgehen mit irgendeinem Spieler. Bah. Das war jetzt kein Foul, oder? Was war denn das jetzt? Ach komm. Für was? Für was? Ach komm. Komm, der könnte da weiterlaufen. Gut, der hat den Ball vergessen, aber er könnte weiterlaufen. Mal das für so eine Lappalie gelb zu geben. So und ey. Oh, ich dachte, das war faul. Habe ich gerade nicht weitergespielt gehabt. Jetzt geht Benjamina, der kann den Ball hoffentlich behaupten. Jawohl. Gut gemacht. Eckball rausgearbeitet, ohne überhaupt aufs Tor, richtig aufs Tor geschossen zu haben. So, Kempe mit dem Eckball. Und der kam gefährlich. Menz aus der zweiten Reihe. Und der Ball ging aufs Tor mal. Schon so zwei große Stürmer in der Mitte. Und trotzdem wird es nicht mit dem Kopfballtor. Oh! Schon wieder Menz. Ja, der Rasen ist nass. Das sagen meine beiden Reporter-Gehilfen. Manni Breukmann und Frank Buschmann. So, da. Jawohl. So kann man den Ball auch bekommen. Aber da muss der Gay von ganz nach hinten, von ganz hinten nach vorne latschen. Schöner Pass. So, jetzt läuft er in die Mitte. Muss ich noch abwarten. Und! Ach! Immer ist. Was? Was? Ich hab da gar nicht mehr gemacht. Ich hab da gar nicht mehr gemacht. Ey, ich. Wo ich gesehen habe, dass ich nicht mehr am Ball komme, habe ich da nicht mehr. Über seinen eigenen Spieler stolpert er. Der stolpert über seinen eigenen Spieler, der Keeper. Ist da. Das ist da hier. Bestrafung. So willkürliche Bestrafung gegen uns in den letzten Spieltagen. An den letzten Spieltagen. Nicht in. Sondern an. Boah, schade, Stefaniak. So, und nochmal neu an. Boah. Neuanfang. So, Gay spielt in der Mitte zu Audia. Und, ey, das ist Rückpass. Also, wenn ich durch so einen Mist einen Foul bekomme, dann ist das ein Rückpass. Oh, ich dachte schon. Jetzt ist Halbzeitpause. Vorbei.
vorbei. Das ist prima. Union führt 2-0 gegen Paderborn. Ist sowieso alles wurscht, wie die spielen. Wir sind aufgestiegen als Erster. So. Ein paar Kunststücke. Heute noch ein paar Kunststücke. Ui! Auch eine solche! Was? Ich hab den Ball gespielt! Alter, der ist heute so kleinlich. So. Und in die Mitte weiterleiten. Boah, nein! So ein Kackfehlpass. Oh, fuck, du rutschst ganz schön hier. Jawohl! Das ist ein Zweikampf gewesen. Der kümmert ja mir ganz schön rum. Das unterbinde ich mal schnell. Oh, Alter. Die legen sich den Ball aber auch vor. Oh. Dass er Stürmer auf dem defensiven Mittelfeld eingesetzt zu werden, das ist schon schön, dass er auch mal zum Zug kommt. Oh nein! Schöner Pass. Oh, schade. Hey, komm, das ist kein Foul. Das war ein scheiß Pass. Mittendurch. Boah. Jetzt haben wir den Ball wieder. Schön. Weitergeleitet den Ball. So. Ah, das war ein Kackpass. Nein, zu früh gegrätscht. So, jetzt muss einer von außen reinziehen. Oh, das war zu früh. Alter, nein! Die lassen mich hier aussteigen! Das war kein Foul. Schön, gut erkannt. Vom Schiedsrichter. Jawohl, ein Pass auf Audi. Und was für ein Kullerball! Was für ein Kullerball! Nein! Ich glaub das nicht! Also, nee, jetzt spiel ich offensiv. Also, wenn ich so einen Kullerball rausbekomme. Mann! Das war gerade so hart an der Grenze, wo ich den gerade umgerutzt habe. Das war die einzige Chance, die er hatte. Schön weitergeleitet. Bitte, bitte, bitte! Nein! Ah, nein! Wie viel Pech muss man denn haben? Wie viel denn? Ah, genau an den Pfosten. Und da springt das Teil auch noch zurück ins Spiel. Kann der nicht irgendwie reinspringen? So. Jetzt geh ab. So. Okay, doch nicht. Das ist scheiße. Aus. Jetzt haben wir einen Ball. Stefaniak. Menz! Na! Einfach unter Druck setzen, da kriegen wir den Ball irgendwie. Jetzt haben wir einen Ball wieder. Nein, jetzt haben wir nicht mehr. Oh, oh. Jawohl. So, versuchen wir noch mal den Lucky Punch zu erzwingen. Oh! Puh! Oh, alle mit nach vorne. Wir haben jetzt bestimmt schon seit einer Woche gewartet mit der Auswechslung dort, die gerade durchgeführt wurde.
Ah, jetzt sind frische Leute auf der Auswechselbank, nicht so wie ich. So, jetzt gehen wir ab. Oh, was war denn das? Boah, jawohl. Mit einer beherzten Grätsche bekommt Saban auch den Ball. Boah, nein. Durchgerutscht. Jetzt haben wir... Ey, Mann! Ist da... Beschiss ist das, Valentini. Siebten Sorge, wenn wir zusammen... Komm, verliert den Ball und jetzt geht's ab nach vorne. Oh Mann, 90 Minuten schon durchgespielt mit der zweiten Elf. Immer noch 0-0. Jetzt kommt bestimmt gleich die Minute. Ja, Ultimo. Boah! Oh, ich dachte schon, wenn wir den Angriff noch durchgeführt hätten, mal schauen, was das gewonnen wäre. Ich wäre ja für ein Tor gewesen. So. Spitzenreiter, ey. Das ist ja, war schon vorher klar. Jetzt müsste eigentlich sowas mit einer Auszeichnung kommen. Zwei Fouls, eine Ecke, Schussgenauigkeit 50%, Passgenauigkeit, oh, 52% Ballbesitz. Ja, müssen wir noch verbessern. DFB-Pokal natürlich. So. Da schauen wir mal, wer so abgestiegen und wer so aufgestiegen ist. Wie viel Kohle ich bekomme. Ne, komm, das lädt wieder. Ja, das Internet ist nicht das Beste hier. Und hat es endlich reagiert. Es hat reagiert. Wunderbar. Ich finde das... Oh, 50.000, dass wir... Boah. Ja. Das ist, ja. Dazu sage ich mal nicht. Das ist total unrealistisch. Erstens. Und zweitens, wir haben noch genug Geld auf der hohen Kante. Oh, mal schauen. Torhüter des Turniers bekannt gegeben, hä? Oh, das will ich mal, möchte ich mal sehen. Benjamin Kirsten wurde zum Torhüter des... der beste Keeper. Zahllose beeindruckende Leistungen, erbeutet goldenen Schuh. 21 Tore, ja. Team der Woche. Da ist Brigerie mit dabei, obwohl er nicht nur ein Spiel gespielt hat. Ja, wir sind Champion. Das ist halt so. Nun dann. Ja. Mit dem Blick hierauf beende ich die Aufnahme. Tschüss, bis zum nächsten Mal.